Zweimal hatte sie schon Corona. Damals ging es Sabrina Sündermann richtig schlecht. Die Mülheimerin hatte Fieber, konnte tagelang nicht riechen oder schmecken. Diesmal war alles ganz anders. Ein bisschen Schnupfen, ein bisschen müde. Ihr Freund rät trotzdem zu einem Test. Ich hatte auch tatsächlich noch einen einzigen Test von damals zu Hause. Den habe ich dann gemacht. Und innerhalb von ein paar Sekunden sah ich dann die zwei Striche und bin tatsächlich hinten rübergekippt. Ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht damit. Sabrina Sündermann ist kein Einzelfall. Die Corona-Zahlen steigen wieder leicht. Das zeigen Arztbesuche und Kontrollen des Abwassers. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in NRW gerade bei 8. Vergangene Woche lag sie bei 5. Aber kein Vergleich zu Pandemiezeiten. Da war es in der Spitze 1724. Trotzdem empfiehlt der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion, Maske zu tragen. Zumindest in Praxen oder Pflegeheimen. Auch Hausarzt Dr. Oliver Funken aus Rheinbach merkt den Corona-Anstieg. Viele seiner Patienten haben das Virus gar nicht mehr auf dem Schirm. Ist aber auch nicht weiter schlimm, meint der Mediziner. Jedenfalls nicht schlimmer als eine Grippe. Es ist eingepreist, es ist wie eine Influenza in der Bevölkerung drin. Also wir machen jetzt deswegen keinen Aufstand, weil die Viren, die jetzt kommen, haben sich angepasst an ihren Wirt, nicht an den Arzt, sondern an den Patienten und damit an die Bevölkerung. Und damit ist das wie jede andere Infektionskrankheit zu behandeln. Heißt, wem es wirklich schlecht geht, der bleibt im Bett. Aber Isolations- und Maskenpflicht sei nicht notwendig. Auch das NRW-Gesundheitsministerium beobachtet die Zahlen, ist gerade aber wenig alarmiert. Zum Thema Mund-Nasen-Schutz heißt es: In Nordrhein-Westfalen ist die Wiedereinführung der Maskenpflicht nicht geplant. Im Herbst könnten die Corona-Zahlen wie auch die Grippefälle wieder deutlicher steigen. Die Ständige Impfkommission empfiehlt eine Auffrischungsimpfung für Menschen ab 60, Vorerkrankte und Pflegepersonal. Sabrina Sündermann war nach 5 Tagen wieder negativ. Auch wenn es beim 3. Mal harmlos war, Corona hat sie jetzt wieder auf dem Schirm. Und über die aktuelle Corona-Lage spreche ich jetzt mit einem der bekanntesten Virologen Deutschlands, Professor Hendrik Streeck von der Uniklinik Bonn. Guten Tag, Herr Professor Streeck. Schönen guten Tag, Herr Reddick. Ja, die Fallzahlen gehen leicht hoch. Schon gibt es die ersten Mahner, die Masken empfehlen. Wie ist da auch Ihre Einschätzung? Nun, ich glaube, man muss hier differenzieren. Wir haben mittlerweile in der Bevölkerung eine sehr hohe Grundimmunität, was einfach bedeutet, dass für jüngere, fitte Menschen das Virus nichts anhaben kann. Für Ältere, da kann man neben der Impfung eben auch empfehlen, dass sie wirklich auch Sorge haben, wenn sie Sorge haben, sich zu infizieren, dass sie dann auch eine Maske tragen sollten. Aber es gibt keinen Grund für eine Maskenpflicht. Apropos Sorge haben, Sie sprechen es gerade an, es gibt ja die neue Variante mit dem Namen Eris. Macht Ihnen diese Sorgen? Nein, man muss erstmal, glaube ich, verstehen, dass die ganzen Varianten, über die wir jetzt reden, das sind alles Untervarianten von Omikron. Und auch ob, wenn die jetzt Eris heißt, EG5 oder XBB15 oder was auch immer, das sind alles Untervarianten und das Virus hat sich damit nicht so sehr geändert. Das ist eine stärkere Immunflucht, man kann sich eher wieder infizieren, aber das werden wir auch die nächsten Jahre genauso in der Evolution noch weitersehen. Blicken wir nochmal zurück auf die Pandemie. Ausgangssperren, Geschäftsschließungen, Impfdruck. Es gab in der Pandemie, wie sich danach herausstellte, viele politische Fehler. Verantwortung hat aber niemand so richtig übernommen. Warum gibt es keine ordentliche Aufarbeitung? Ja, also die Frage kann ich Ihnen leider nicht beantworten. Ich würde mir wirklich wünschen, nämlich, dass wir eine Aufarbeitung haben, dass wir auch aus diesen Fehlern, die gemacht wurden, aus dieser Zeit der Pandemie lernen. Da geht es gar nicht so sehr um Fingerzeigen, der hat die falsche Entscheidung getroffen oder das ist schlecht gelaufen, sondern es geht mir darum, dass Fehler nicht wiederholt werden und dass wir für eine andere Krise, die vielleicht in der Zukunft kommen könnte, besser aufgestellt sind und auch ja besser informiert Entscheidungen treffen. Sagt Virologe Professor Hendrik Streeck. Herr Professor Streeck, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.